Täglich automatisiert Neukundengewinnung mit Online-Marketing. In diesem kurzen Video verrate ich dir eine Vorgehensweise, die Branchenprofis schon sehr lange kennen und die du unbedingt lernen musst, damit du automatisiert täglich Neukunden aus Online-Marketing gewinnen kannst. Und ich möchte dir das Ganze an meinem Flipchart, meinem mobilen Flipchart vorstellen und wie einfach das System ist. Und dazu ist es ganz wichtig, nimm dir jetzt erstmal ein Blatt Papier und stell dir vor, wir teilen dieses Blatt Papier einmal in der Mitte, so wie ich das auch gemacht habe. Und es gibt nämlich zwei Seiten. Zwei Seiten, die du kennen musst, und dazu gibt es entsprechende Fragen, die du dir beantworten musst. Übrigens, diese Fragen helfen dir auch dabei, dass du dich nicht mehr verzettelst. Denn du weißt nach der Beantwortung dieser Frage ganz genau, wo du stehst und was als nächstes zu tun ist. Deswegen schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an, und weil du wirst einige Dinge erfahren, die normalerweise in hochpreisigen Masterminds präsentiert werden. Wir haben die erste Seite, und die erste Seite, ich nenne das Ganze gern den Funnel. Und der Funnel, das ist ein Sales Funnel, und das ist also der Marketing-Trichter. Und du siehst schon, der läuft nach unten spitz zusammen. Das heißt also, wir müssen hier oben schauen, dass wir ein Medium wählen, wie wir unseren Content transportieren können. Zum Beispiel dieses Video, das ist ein Medium. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und zwar, du kannst das Ganze in Form von einem Textbeitrag machen, du kannst es in Form eines Videos, eines Webinars, einer Podcast-Folge, das sind alles Medien. Und das ist ganz wichtig, weil du brauchst irgendwie ein Instrument, wie du deine Botschaft an deine Kunden letztlich transportieren kannst, dass du sie auch entsprechend erreichst. Der zweite Aspekt ist, wir brauchen im Marketing ein Freebie. Ein Freebie ist ein Geschenk, und dieses Geschenk hat den einzigen Zweck, dass wir Kontaktdaten sammeln, dass wir E-Mail-Adresse sammeln, also die Datensätze. Und das Ganze ist ein Freebie. Denn Freebies bzw. Datensätze sind extremst wichtig. Hast du zum Beispiel einmal den Datensatz, kannst du jede Woche eine E-Mail schreiben und bist so in der Lage, immer wieder auf Knopfdruck automatisiert Geld zu verdienen. Das heißt, wir bieten dem Interessenten eine Problemlösung an. Und mit dieser Problemlösung sagt er, ja, das ist cool, das möchte ich gern haben, und tragt sich bei uns in die E-Mail-Liste ein oder in unseren Terminkalender oder was auch immer. Ich mache gleich noch ein, zwei praxisorientierte Beispiele. So, dann haben wir den nächsten Aspekt, und zwar, wir verkaufen das erste Produkt. Denn wichtig ist an dieser Stelle, dass wir natürlich das Ganze nicht machen, um nur viele Daten zu haben, sondern letztendlich auch, um Geld zu verdienen. Und so läuft der Funnel nach unten hin immer spitzer zu. Das heißt, je höher preisig das Ganze wird, desto weiter unten sollte es an diesem Funnelpunkt stehen. Und dieser Prozess, und das ist so der automatisierte Standardprozess, denn der Interessent, der schaut dein Video, der tragt sich ein in dein Freebie und kriegt dann automatisiert E-Mails, damit du entsprechend Geld verdienst. Das Ganze dann mittels eines Autoresponder, in dem Fall Quentin. Für zum Beispiel Termingespräche. Auch das ist ein Sales Funnel. Zum Beispiel, du erstellst einen Blogbeitrag, und dieser Blogbeitrag sagt dazu, trag dich ein zu einem kostenlosen Strategiegespräch. Du führst das Strategiegespräch und verkaufst über dieses Strategiegespräch dein beispielsweise Coaching. So, soweit dazu. Und was sind hier an dieser Stelle wichtige Fragen, die du dir unbedingt stellen musst, damit du sicherstellen kannst, dass dieser Prozess wirklich reibungslos funktioniert? Die erste Frage ist, was sind die Suchbegriffe, die Keywords, wie man interessant sucht? Denn wenn du weißt, was die Keywords sind, dann kannst du dein Medium auf diese Keywords abstimmen. Wenn du dann noch hingehst und zum Beispiel Fragentools mit einzelnen Public nutzt, kannst du hier dein Medium, dein Content erstellen. Dieses Video ist genau aus den meisten Fragen entstanden und auch aus den entsprechenden Keywords. Das heißt, was sind die Hauptkeywords von meinem Kunde? Das ist mal so die erste Frage, weil somit findest du raus, wie ist denn letztendlich das Suchverhalten. Die zweite Frage, was ist das Problem, beziehungsweise was ist das Ziel? Wenn du die Keywords hast und zum Beispiel weißt, das Keyword ist Neukundengewinnung, dann ist das Problem, ich weiß nicht, wie ich Neukunde gewinnen kann. Ich suche aber eine Möglichkeit, wie ich ohne Großkosten täglich automatisiert Neukunden über Online-Marketing gewinnen kann. Das heißt, in diesem Video gebe ich quasi eine Anleitung, wie er vom Problem zu seinem Ziel kommt. Die zweite Frage ist also, was ist das Problem und was ist das Ziel, abgestimmt auf letztendlich die Keywords. Die dritte Frage ist das Medium.
Das Medium, was heißt das? Also welches Medium wählst du? Und dazu solltest du berücksichtigen, erstens, was entspricht deiner Stärke, also was entspricht deinem Potenzial. Wenn du jetzt zum Beispiel begnadeter Schreiber bist, dann wäre es fatal, wenn du jetzt mit Videos anfängst, weil das kostet dich unheimlich viel Überwindung, so ein Video überhaupt mal einzusprechen. So, das heißt, du solltest unbedingt im Medium berücksichtigen, was sind deine Stärke, aber auch berücksichtigen deine Zielgruppe. Wie konsumieren die ihren Content? Beispielsweise der Manager, vielleicht hat er nicht unbedingt die Zeit, sich ein Video anzuschauen. Vielleicht liest er mal in der Mittagspause einen Blogbeitrag. So, das heißt, du solltest also das Medium unbedingt abstimmen auf deine Stärke und vor allen Dingen auch auf die Zielgruppe. Die vierte Frage ist, wie sammle ich letztendlich dann die Kontaktdaten? Also, wie generiere ich Leads? Das heißt, sei es E-Mail-Adresse, sei es Telefonnummer, sei es was auch immer für dich wichtig ist in deinem Business. Das heißt, die Datensätze, die Leads müssen wir sammeln. Und wir müssen uns also überlegen, wie können wir es schaffen, mit diesem Freebie eine Problemlösung zu erarbeiten, dass der Interessent begeistert ist. Beispielsweise, wir sind zum Beispiel ein Gartenteichanbieter und wir machen ein Freebie, ein Sonderreport, 7 Dinge, die du unbedingt beachten musst, damit du einen großartigen Gartenteich bekommst. Klick jetzt hier und hol dir unseren Ratgeber. So, das heißt, das wäre der Lead. So könnten wir dann entsprechende Lead sammeln. Das müssen wir uns also als Frage beantworten. Die nächste Frage ist dann in diesem Prozess, und zwar, wie verkaufst du deine Produkte? Heißt also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie du verkaufen kannst. Und die erste Möglichkeit ist über die E-Mail-Liste. Du kannst E-Mails schreiben und dann letztendlich deine Produkte verkaufen. Du kannst aber auch ein Freebie wählen, zum Beispiel als Webinar. Und kannst dann aus dem Webinar direkt verkaufen. Das heißt, das Webinar dient als Freebie und du kannst gleich verkaufen. Du kannst aber auch verkaufen, zum Beispiel über ein kostenloses Strategiegespräch am Telefon. Du kannst verkaufen, wenn es erforderlich ist, bin ich jetzt kein Freund davon, aber wenn es für dein Business passt, kannst du auch Offline-Termine machen und darüber verkaufen. Du kannst Skype-Gespräche anbieten, du kannst was auch immer. Die Frage ist halt wichtig zu wissen, wie verkaufe ich mein Produkt? Und die letzte Frage auf dieser Seite ist, woran muss der Interessent glauben? Heißt also, wenn er diesen Trichter durchläuft, diesen Falle, woran muss er glauben, dass er eine Entscheidung trifft? Er muss zumindest mal daran glauben, dass du der Experte bist. Er muss daran glauben, dass es wert ist, die Zeit zu investieren. Er muss daran glauben, beispielsweise, wenn ich jetzt über Amazon spreche, dass Amazon die Zukunft ist. Er muss daran glauben, dass Hypnose gerade jetzt sinnvoll ist, um meine Glaubenssätze zu lösen. Das sind jetzt nur ein Beispiel. Und das heißt, du musst dir überlegen, woran muss mein Interessent glauben, damit er wirklich das Vertrauen zu mir aufbaut und dass er eine Beziehung aufbaut. Vertrauen ist die Währung des Internets. Und das heißt, der Interessent muss dir vertrauen. Nur dann wird er bei dir letztendlich auch Geld ausgeben. Und das ist jetzt mal so die erste Seite. Und diese Seite, die wird bewertet nach dem EPV. Earn per Visitor. Und das heißt, wie viel bringt dir durchschnittlich ein Lead hier, der durch diesen Prozess durchläuft. Und das ist eine ganz wichtige Größenordnung, dass du die schon mal gehört hast. So, und wenn dir bis jetzt das Video gefallen hat, dann klick unter dem Video einfach mal den Button, abonniere meinen YouTube-Kanal, folge mir auf Instagram und schreib mir bis jetzt mal deine Erkenntnisse bzw. deine Eindrücke von diesem Video. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Bereich an. Denn was bringt uns jetzt ein Funnel? Wenn wir letztendlich niemanden in diesem Funnel haben, dann haben wir zwar eine schöne Funnel, doch letztendlich bringt es uns nichts. Das heißt, wir brauchen die zweite Seite und das ist das Thema Traffic. So, und Traffic bin ich ein Freund davon, weil wir haben ja hier die Komponente Keywords schon gemacht. Die Keywords haben uns gezeigt, wie groß ist das Marktpotenzial zu unserem Thema. Und wenn wir jetzt schon die Keywords haben, dann sollten wir natürlich auch schauen, dass wir Keyword-spezifischen Traffic erarbeiten. Heißt also, wir sollten hingehen und letztendlich auf der Traffic-Seite uns drauf spezialisieren auf Keyword-spezifischen Traffic. Heißt also, im Umkehrschluss, die Leute, die suchen schon ein bestimmtes Thema und wollen gerade jetzt dafür vielleicht sogar Geld ausgeben, damit sie die Lösung bekommen. Also, das heißt, Keyword-spezifischer Traffic sind immer Suchmaschinen. Das heißt, alles, was irgendwie eine Suchmaske hat, wo ich dann letztendlich einen Begriff eingeben kann. Und welche Suchmaschinen gibt es an dieser Stelle?
Es gibt meiner Meinung nach drei Giganten. Das ist einmal Google und das ist YouTube und das dritte, das ist Amazon. Und du siehst schon, Facebook steht hier nicht auf der Liste, weil der Unterschied bei diesem Traffic und Facebook ist, dass die Leute nur ein Interesse haben an einem Thema. Zum Beispiel, ich mache es an dem Beispiel Hundfisch. Er gibt jetzt hier ein in der Suchmaske, ich möchte gerne Hundefutter kaufen. Das heißt, die Relevanz ist schon sehr, sehr hoch. Das heißt, er will jetzt gerade wahrscheinlich schon Geld ausgeben. Bei Facebook hat er lediglich nur das Interesse Hund und du weißt gar nicht, ob er jetzt gerade nach Hundefutter sucht. Das heißt, eine andere Strategie und mir gefällt einfach die Suchmaschinenstrategie wesentlich besser. Es gibt zwei Dinge, die du bei der Suchmaschine immer kennen musst. Das ist erstens mal das Organische und das andere ist das Bezahlte. Das heißt, alle Suchmaschinen haben genau diese zwei Möglichkeiten. Organisch ist einfach ein Instrument, wo du dich platzieren kannst. Beispielsweise über YouTube kannst du organisch in der Auffindbarkeit gefunden werden. Oder du kannst auch letztendlich bezahlt nutzen und eben für deine bestimmten Keywords Anzeigen schalten. Und das ist so mal der grundlegende Unterschied. So, und jetzt ist es wichtig zu überlegen, was passt denn wirklich zu mir? Und jetzt ergibt sich nämlich auch aus dem ganzen Sinn. Wenn du sagst dazu, mein erster Start ist YouTube, ich habe meine Keywords schon, dann wird dein Medium Videos sein, weil du kannst nichts anderes auf YouTube machen, außer Videos. Das heißt also, der Prozess, der wird auf einmal viel, viel klarer. Das heißt, dein erster Ansatz ist das Medium YouTube wähle. Jetzt schreibst du gern, dann ist dein Medium, du hast wieder die Keywords, dann ist dein Medium in dem Fall ein Blog und du hast die Möglichkeit dann Google Paid zu schalten oder das Ganze organisch über das Thema SEO zu realisieren. So, und auch hier gibt es natürlich entsprechende Fragen, wie man sich beantworten muss. Denn die erste Frage ist, was ist dein Traffic? Also das heißt, wie gestaltest du deinen Traffic? Was ist dein erster Schritt? Und ich habe dir eben zwei, drei Beispiele gesagt. Der nächste Aspekt ist, was ist danach die Traffic-Alternative? Was ist die Traffic-Alternative? Und beispielsweise, du hast jetzt die Keywords gesammelt und du hast dich entschieden für das Medium Video und was wäre dann die Alternative? Man könnte zum Beispiel dann hingehen, die Videos nehmen in Form eines Ratgebers, Kindle-Buchs machen und sich auf Amazon platzieren. Das heißt, du brauchst immer so eine Ausweichmöglichkeit in der Hand. Und die entscheidende Frage ist an dieser Stelle, wie schaffst du das, dass du niedrige Kosten verursachst für einen Datensatz? Denn der Traffic, der sorgt dafür, dass du letztendlich diese Besucher hier aus diesen Plattformen, dass du den in den Funnel, in den Prozess reinschickst. Das heißt, hier ist der Einstieg. Und dann wird da ein rundes System draus. Und hier wird der Traffic bewertet nach dem CTA. Cost per Action. Also das heißt, was kostet dich ein Lead, was kostet dich letztendlich eine Transaktion? Und CPA, Cost per Action. Also was kostet dich dieser was kostet dich ein einziger Lead, den du letztendlich sammelst? Und so ist das System. Und jetzt geh einfach durch, beantworte dir diese Frage und du wirst sehen, wie einfach auf einmal Marketing funktioniert, wie einfach Strategien entwickelt werden können. Und du kannst einfach jetzt für dich mit dem Ganzen spielen. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen, dir hat es ein bisschen Klarheit gegeben, dir hat es einige coole Erkenntnisse gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar unterhalb von dem Video. Schreib mir gerne, was so deine wichtigste Erkenntnis daraus war, was du mitgenommen hast. Und folg mir auf jeden Fall auf YouTube und auf Instagram. So bleibst du immer up to date und kriegst weiterhin coolen Content, wo ich jede Woche einmal dir Content an die Hand gebe, wie du erfolgreicher mit Online-Marketing wirst und wie du täglich automatisiert Neukunden gewinnen kannst. Mein Name ist Jens und ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Ciao, ciao.